Osaka kommt in der Schlussminute der Verlängerung für die Biografie nicht ganz unwichtig noch ins Spiel. Es gibt gleich kein Halten mehr. Gleich. Wir trauen uns ja kaum, jetzt schon mitzufeiern. Mehr Osaka für Özil. Nur eine Aufgabe, ab nach hinten. Ab nach hinten, Bälle rausköpfen. Gleich den ersten Kopfball gewonnen. Mascherano. Wie viel wird nachgespielt? 120 Minuten sind vorbei. Löw steht neben dem Mann mit der Tafel, neben dem vierten Offiziellen. Er steht kurz vor seinem nächsten Titel. Pokalsieger mit Stuttgart, österreichischer Meister. Tirol. Es wäre mit der Nationalmannschaft der erste Titel. Und es sind noch zwei Minuten bis zur Weltmeisterschaft für diese deutsche Mannschaft. Müller kommt nicht mehr hinterher. Mascherano. Der falsche Spieler am Ball. Messi. Oh nein, es gibt noch einen Freistoß. Er hat von da schon getroffen. Schweinsteiger mit Krampf. Hat sich reingehauen, reingeworfen in dieses Duell. Aber es ist noch relativ weit weg. Vielleicht zu weit, vielleicht auch nicht. Messi wird uns zeigen, was er mit diesem Angebot macht. Er hat nie getroffen gegen Manuel Neuer. Nie. Bei den paar Duellen mit Barcelona. Das musste fast so kommen bei diesem Spiel. Bleibt uns wenigstens das Elfmeterschießen erspart. Vielleicht ist das schon die letzte Aktion des WM-Finales 2014. Tränen mit den argentinischen Anhängern. Deutschland feiert hoffentlich nicht zu früh. Bitte nicht zu früh. Kommt dann nochmal hoch. Bastian Schweinsteiger. So tief kommt man gar nicht runter, wie man sich vor dem verneigen muss. Einmal noch 9,15 Meter zurückkumpeln in die Mauer. Aber da er behandelt worden ist, muss er eigentlich runter. Oh ja, er muss runter. Er muss auf die andere Seite. Ist das ein Showdown? Der Weltfußballer viermal nacheinander 2:9 bis 2:12 gegen den Welttorhüter. In der letzten Minute der Verlängerung im Maracana bei 0-1 Rückstand. Mehr geht nicht. Messi, drüber! Der ist drüber! Pfeift er jetzt ab! Schweinsteiger darf wieder rein. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Eine Jubelexplosion bei den deutschen Fans. Das Spiel ist noch nicht aus. Es ist noch nicht aus. Pezzoli lässt es weiterlaufen. Rojo. Götze, der Torschütze. Ersatzspieler jubeln schon. Hoch da. Schweinsteiger. Brutal angegangen. Wie lange geht das noch so weiter? In der Endlosschleife der Kampfzweikämpfe. Jetzt ist es verbracht. Ja. Ja. Und nochmal ja. Deutschland ist zurück im Fußballhimmel. Weltmeister. Der erste Weltmeister aus Europa auf südamerikanischem Boden. Heißt Deutschland.
ist das genial. Lukas Podolski. Der vierte Stern, natürlich. Da ist er. Es kann nur einen geben. Mitgefühl mit Argentinien. Aber Hochachtung. Manuel Neuer weint. Hochachtung vor dieser Mannschaft. Hochachtung vor diesem Trainer. Der Mann, der zuletzt den Pokal bekommen hat, ganz oben, Lothar Matthäus. Kevin Großkreuz und sein Buddy Mario Götze. Der Fitnesstrainer Benny Gugel. Miro Klose und seine beiden Jungs. Sie sind alle schon da. Und Miro Klose, Miroslav Klose, ist Weltmeister. Mit 36. Vor 15 Jahren Blaubach-Diedelkopf, dann Homburg, dann Kaiserslautern. Luis Podolski auf dem Arm von Lukas. Die Welt beneidet Deutschland um diese Fußballer. Ein Hoch auf diese Mannschaft, auf dieses Team, auf das, was sie hier vollbracht haben. Von 1 bis 23. Und den müssen wir einfach herausheben. Bastian Schweinsteiger. Er ist für mich der Mann dieses Spiels, auch wenn Götze das Siegtor geschossen hat. Wie oft der aufgestanden ist. Wie oft der gegen Messi die Wege zurückgemacht hat. Wie oft er gefoult wurde. Teilweise brutal. Es ist auch sein Titel. Jogi Löw und Bastian Schweinsteiger. Wir müssen nicht alles hören, es reicht hinzuschauen. Hat irgendjemand jemals gesagt, dass der deutschen Mannschaft Typen fehlen? War das so? Dann sollen sie heute genau hinschauen. Auch Sami Khedira. Der gesagt hat, es geht nicht. Die Wade hat sich warm gemacht. Ich kann nicht spielen. Ich trete zurück. Kramer musste rein. Thomas Müller, ist das kein Typ? Bastian Schweinsteiger. Manuel Neuer. Also wer hat Typen, wenn nicht wir in Deutschland? Und Deutschland hat einen Kapitän. Wir haben das in England geschrieben. Einer, der wirklich ein Kapitän ist. Einer, der alles hat, was einen Kapitän ausmacht. Der nicht durch Worte, sondern durch Taten Kapitän ist. Freuen Sie sich in Deutschland, live in ARD, Dienstag ab 9 Uhr.